Willkommen zurück zu Pokémon Saphir Nuzlocke Change. Wir sind hier im zweiten Raum der Pokémon-Liga gegen Antonia, die Geister-Pokémon-Trainerin. Falls ihr den ersten Part nicht gesehen habt, solltet ihr dies tun, denn das ist der zweite Part, der heute hochgeladen wird. Und ja, meine Strategie besteht darin, Barnett mit Gedankengut zu pushen. Das hat den Vorteil, dass wir ein bisschen mehr vielleicht verknacken können, weil die machen uns natürlich auch sehr viel Schaden, die gegnerischen Pokémon, da wir auch die Schwäche Geist haben, genau wie die anderen. Geist auf Geist ist sehr effektiv. Und deswegen starten wir jetzt auch diese epische Schlacht. Ich bin der Toad, ja, von den Top 4. Ich habe Apyroberg trainiert. Während des Trainings habe ich die Fähigkeit davor, mit Geist-Pokémon zu kommunizieren. In der Tat ist das Band zwischen mir und dem Pokémon sehr stark. Komm und schau, ob du irgendetwas gegen meine Pokémon ausrichten kannst. Authentisch wirkt die Pokémon-Trainerin dennoch nicht. Denn das sieht eher aus, als wenn die Strandurlaub machen würde, oder Leute? Das soll eine Geister-Pokémon-Trainerin sein? Du hast dich nicht lache. So. Machen wir nun meine Strategie, die ich so lange geplant habe. Gedankengut. Erstmal hochpushen. Angriff. Spezialangriff und Spezialverteidigung steigen. Das werden wir brauchen gegen die gegnerische Spukbälle. Nein, ich hab's. Ich hab's geahnt, dass der es drauf hat. Hätten wir. Fuck, der chillt. Ich hab's einfach geahnt und Flug wird uns jetzt so richtig auseinandernehmen. Das heißt, wir müssen erstmal einen Spukball draufkassen, dass der weg ist, dann tauschen wir sofort aus. Hat meine Strategie doch nicht geklappt? Fuck, fuck, fuck. Jetzt müssen wir uns was ganz anderes ausdenken, meine Freunde. Nicht so geil, Barnett. Ja, wir müssen wechseln. Wir haben den Fluch. Sind verflucht. Dann würde ich sagen, wir benutzen unseren Tank. Ja. Ah, wir hätten auch Kecleon nehmen können. Ja, jetzt ist egal. So, wir benutzen unseren Tank. Tankados. So, da sollte eine Kaskade eigentlich schon gut Schaden anrichten können. Also go. Bitte, du hast keinen Donnerblitz, du Scheißviech. Du hast keinen Donnerblitz. Schreck zu. Spukbar. Okay, du hast keinen Donnerblitz. Das ist schon mal gut. Eine Vierfachschwäche. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Donnerblitze. So, die wird jetzt auffallen, deswegen machen wir einen Drachentanz. So. Das können wir auch sinnvoll nutzen. Komm schon, es war ein Critical, gell? Ah, Mann, die Hälfte wird's wohl wegnehmen. Die Hälfte. Nicht! What the fuck? Das war mal ein schöner Critical, wenn das eben so viel weggenommen hat. Auf 4 reduziert. So what? Ist natürlich nicht so geil, aber wir haben noch, wie gesagt, ganz viel die Unage-Kopieren. Groll. Ja, Groll kannst du ruhig mal eine Unage reinknallen und gut ist. Cascade Cascade! In your face! Ja, dein Groll, der hat jetzt auch nicht so viel gebracht, ganz ehrlich. Ich finde das sowieso. Na, nee, da muss man. Nee, vergess es, ich wollte nichts sagen. Zorbiris! Zorbiris! Nee, da benutzen wir nicht Püppchen. Nee. Ich habe eine Perfect Idea. Ich denke mal, Garados wird das Ganze jetzt hier nach Hause tragen. Den Ruhm. Ja, wir meinen das jetzt mit Garados. Dragon Dancer. Ich habe mir schon was ausgedacht, meine Freunde. Wir haben so viele gute Strategien. Spukball Stab, ja, wird wohl nicht rein. So gutes Zorbiris nicht. 4 Drachentänze sollten erstmal ausreichen. Das ist der dritte. Einen noch. Und dann voll heilen. Voll heilen, ey. No risk, no fun. Es darf jetzt aber kein Critical Hit sein. So, jetzt sind wir Matadore los und wir sind arg im Bedrängnis. Komm
schon, es darf kein Critical Hit sein. Drück die Daumen. Es ist kein Critical Hit. Wir haben die Chance, jetzt das ganze Team wegzubashen. 4 Dragon Dance. Nur ich weiß nicht, ob die Barnett Schwebe haben. Sie hat, glaube ich, noch ein Barnett gehabt. Das wäre nicht so geil. Weil ich möchte jetzt mit Erdbeben so richtig reinhauen. So, Erdbeben. Take that. Down. Dragon Dancer. FTW. Das ist einfach nur krass, was hier abgeht. So, jetzt kommt das Barnett. Ich glaube, es hat Schwebe, deswegen werde ich diesen Zug nicht verschwenden und sofort mit Kaskade reinkloppen. Take the... Ich habe so ein bisschen Angst, dass es jetzt das Donnerblitz-Barnett ist. Ja, Toxin, kannst gerne machen. Das ist ein Verteidigungs-Barnett. Hält aber verdammt viel aus. Tschüss. Was, das muss reichen. Please, God, help me in this situation. Und es hat gereicht. Zwirklob. Wisst ihr was? Das Eiswirklub ging mir so auf den Sack. Und ich habe keinen Bock, dass das Toxin noch mehr abgeht. Sind wir schneller? Sind wir nicht schneller? Verlieren wir unser Püppchen? Oder ist das Zwirklub leichte Beute? Boah, das ist aber sehr riskant, was ich hier gerade gemacht habe. Ich bereue es jetzt schon. Wir fangen an, das ist schon mal gut. Wir haben einen guten Spezialangriff. Es reicht nicht. Konfusstrahl. Ah, ist das hier eine Zwickmühle? Ah. Fucking shit. Sorry, es ist jetzt so mit Fieber. Das ist einfach, ich muss, es ist so spannend. Spukball, nein! Ah, Critical Hit, du Bastard! Okay, erstens sind wir schon los. Das ist doch eine Scheiße. War zu blöd. Ich hätte mit Garados alles machen. Ich habe mich von Toxin einschüchtern lassen. Ich bin ein Vollidiot. Mirka muss gelevelt werden. Für den Endboss. Das heißt, wir knallen jetzt so eine dicke, fette Eruption an Kopf. So, in your eye. Scheiß Zwirklub, du. Verhört dir nie verzeihen. Dau. Ah, damn. Ja, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh, verdammt, aus dem Verlor. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann. Ah, nee, erst die labert hier noch was. Das wird zwischen dir und deinem Vorgemeister. Ich hab gar nicht gemerkt, da konnte ich nur verlieren. Ja, jetzt möchte ich sehen, wie weit dieses Band euch bringt. Geht, betretet den nächsten Raum. Ja, bevor wir uns dann endgültig verabschieden, sollten wir uns dann doch noch aufheilen und es wird jetzt die Eisarena-Leiterin. Top 4 Mitglied. Ja, ist natürlich bitter, dass wir jetzt Püppchen nicht mehr haben. Denn Püppchen hat ja auch einen schönen Donnerblitz drauf für die Seejungs hier. Da müssen wir jetzt alles auf Assi-Ball setzen. Also, das wird spannend. Bis zum nächsten Mal und ciao, würde ich sagen. Ja, macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag.